Ja, und jetzt sind wir mal da und schauen uns den Schweinsbraten hier mal an. Aha. Der schaut mal nicht schlecht aus, und was mir am besten schmeckt und gefällt, ist eine gescheite Kruste. Dann noch ein gescheites Löwenbräutier und dann gibt es hier sogar noch einen super Krautsalat. Also Leute, ich esse das jetzt mal und werde euch noch berichten, wie gut es geschmeckt hat. Also wirklich cool, coole Kneipe. Und alle, die ich jetzt hier im Lokal sehe, die essen alle den 10 Euro Schweinsbraten. Aber nicht die Leute. Nein, schon klar. Ja, und schon wieder ein Gast, der einen Schweinsbraten bestellt hat. Aber den dürfen wir interviewen, die anderen wollten nicht im Bild sein. Und Sie haben jetzt gerade hier einen Schweinsbraten bestellt. Wie kommen Sie darauf, dass Sie hierher kommen für 10 Euro Schweinebraten? Habe ich vor einer Stunde im Lokalfernsehen München gesehen. Und dann dachte ich, ja, dann gehe ich hier auch hin. Und wann gibt es den nächsten Schweinsbraten für 10 Euro in 10 Jahren zum 20-jährigen Jubiläum? Ja, so verstehe ich das. Es hängt ja nicht mit dem Wochentag hier, dem Montag zusammen, sondern mit dem Wirtshaus-Jubiläum. Dann guten Appetit. Danke. Ja, weil der Schweinsbraten so gut war, es war zwar eine Riesenportion, aber ich muss eines sagen, also wenn es eine Nachspeise gibt, dann kann ich satt sein, egal wie satt ich bin. Eine Nachspeise geht immer noch. Und jetzt haben wir hier den Marillenpalatschinken geholt. Den essen wir jetzt einfach mal. Schaut sehr cool aus. Und wie er geschmeckt hat, sagen wir nachher.